Hallo, hier ist wieder Johannes Gunzenheimer mit Johannes Gunzenheimer Schminktipps. Ja, jetzt ist es schon 2 Wochen hier seit meiner letzten Sendung. In der Zwischenzeit habe ich ein Lied von meinem Musikprojekt Gunzi und die letzte Ölung gepostet. Einige haben sich vielleicht schon angesehen. Ein Lied über Schopftintlinge, eine Pilzart, die ich dieses Jahr leider kaum gefunden habe. Nur ein paar vertrocknete Exemplare. Ja gut, ihr könnt da ja mal reinklicken. Das findet ihr sicher über Google oder so. Gunzi und die letzte Ölung, Schopftintlinge. Ja, da fangen wir jetzt aber gleich mal an, hier mit meinen heutigen Schminktipps. Da hätte ich zum Beispiel so eine Rouge-Palette. Da sind mehrere Sachen drin, nämlich ein Highlighter, ein Bronzer und Rouge, was das auch immer bedeuten mag. Ja, der da von Astor hinten drauf ist eine Beschreibung, was man sich jetzt wohin schmieren soll ins Gesicht. Ja. Versuche ich mal, ob das bei mir auch schön ausschaut. Bei mir schaut natürlich alles schön aus, aber ja, okay, ist manchmal Zufall. So, nochmal hier, das ist irgendwie, also wenn ein Indianer mal auf Kriegsfahrt geht und eine Kriegsbemalung braucht, mit dieser Rouge-Palette hat er hier sehr gute Anleitungen. Ja, in den letzten 2 Wochen gab es ja prominente Todesfälle. Zum Beispiel Stefanie Tücking, das betrifft jetzt eher meine Generation. Die Teenager von heute kennen Stefanie Tücking wahrscheinlich nur noch bedingt von SWR3. Für meine Generation war sie ein Idol, weil sie Formel 1, die einzige Musiksendung, die einzige gescheite Musiksendung damals im deutschen Fernsehen moderierte. War natürlich ein ganz anderer Moderatorinnen-Typ als heute. Also damals durften Moderatorinnen im Fernsehen noch wie Frauen aussehen. Damals durften Frauen noch wie Frauen aussehen. Nicht wie heute, da sind es ja lauter aufgeplusterte Sexualmonster, die man im normalen Leben so überhaupt nicht treffen würde. Das war damals anders. Stefanie Tücking war halt sehr natürlich. Also eine natürliche Schönheit, die würde man heute im Fernsehen gar nicht mehr zeigen, weil natürliche Schönheiten gibt es im Fernsehen nicht mehr. Heutzutage muss man sich Reifen auf seine Lippen aufziehen, um als Frau im Fernsehen noch als Frau zu gelten. Unvorstellbar. Also ich habe Stefanie Tücking sehr gemocht. Zum Beispiel hat sie ja Martin Deckwill mal von Zig Sputnik in ihrer Sendung gehabt. Die waren beide total ausgeflippt. Das Interview war legendär. Gut, ich weiß nicht, was ich mit dieser Rouge-Palette jetzt noch machen soll, weil man sieht einfach nichts. Also ich kann mir hinschmieren, was ich will ins Gesicht, man sieht nichts, gar nichts, wenig. Liegt vielleicht auch an der Ausleuchtung hier, aber ich meine im wirklichen Leben auf einer Party oder so ist man auch nicht immer gut ausgeleuchtet. Also ich habe irgendwie das Gefühl, von diesem Rouge sieht man gar nichts. Ja, man muss wohl eher eine weiße Haut haben. Kann mich jetzt nicht so begeistern. Na, man sieht auf meine Haut einfach zu wenig. Ich habe zwar keine besonders dunkle Haut, aber die Haut ist anscheinend doch zu dunkel, um jetzt speziell dieses Mittel da drauf zu sehen. Das ist also eher was für sehr helle Haut. Na, kann man bei mir vergessen. Als nächstes stelle ich einen Lippenstift vor. Also Stefanie Tücking war natürlich nicht die einzige Person, die gestorben ist. Also eine bedeutende Person für meine Generation war auch George Bush. Und zwar nicht der Sohn George W. Bush, sondern der Vater George Bush. Beziehungsweise er wurde in den Nachrichten jetzt als George H.W. bezeichnet, um sich von seinem Sohn George W. abzugrenzen. Aber man nannte ihn damals einfach nur George Bush. Also er war genau dann Präsident, wie die deutsche Wiedervereinigung passiert ist. Und wie der ganze Ostblock zusammengebrochen ist. Ja, da hat sich George Bush als ein sehr kompetenter und besonnener Präsident erwiesen, was damals auch wichtig war, weil diese Situation war so schwierig und so aufgeladen, so spannungsgeladen. Der ganze Osten ist ja zusammengebrochen. Also das hätte auch schlimmer ausgehen können, dass wir damals einen besonnenen US-Präsidenten hatten, nicht wie heute, einen durchgeknallten Deppen. Das war ziemlich, ja,
Es war wahrscheinlich richtungsweisend und es war gut so. Auf diese Weise konnte der ganze Zusammenbruch des Ostens und auch die deutsche Wiedervereinigung auf friedliche Weise passieren. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Gut, also Lippenstift. Mhm. Zumindest sieht man den. Ja, also für dunkle Hauttypen, schwarzhaarige Frauen und so. Ja, an schwarzhaarigen Frauen, egal welche Hautfarbe, kann ich mir diesen Stift jetzt gut vorstellen. Das ist jetzt nicht nur dunkelgrau, das ist ein leichtes Rot. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier bei der Kamera gut rüberkommt. Gut, also man hat George Bush ja auch als den letzten Gentleman unter den US-Präsidenten bezeichnet. Gut, meiner Meinung nach könnte man noch Obama dazu rechnen, aber ja, gut. Vielleicht kommt irgendwann wieder so ein fähiger US-Präsident, der, den wir momentan haben in den USA. Ja, der ist nicht so fähig, das wissen wir alle. Gut, Eyeliner. Oder was habe ich sonst noch da? Nee, erstmal kommt ein Tattoo-Brow. Da geht es vor allem darum, da die Augenbrauen ein bisschen heller zu machen. Oder zu färben oder was auch immer. Tattoo-Brow, das hier ist ein helles Tattoo-Brow. Ja, das sogar aufgeht, Suppi. Schmier ich mir das Ganze mal auf die Brauen. Das macht die Brauen blond. Nein, macht's nicht, aber zumindest ein bisschen heller. Ja, was sonst noch passiert ist, also die Medien waren in den letzten Tagen ja voll davon, dass ein neuer Unionsvorstand gewählt worden ist, beziehungsweise eine Frau, die Vorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer ist es jetzt geworden. Ist natürlich eine Nachricht in den Medien, aber das ist ein bisschen zu sehr aufgeplustert worden, weil ich meine, meiner Meinung nach ist das eine unionsinterne Angelegenheit, wer da der neue oder die neue Vorsitzende wird. Für Unionswähler ist es interessant. Gibt halt noch andere. Ich meine, eine Nachricht ist es schon, aber dafür, dass eigentlich alles so weitergeht wie bisher und es eigentlich nur darum ging, wie konservativ und streng sich die Union präsentiert, dafür ist es schon ein bisschen zu sehr aufgeplustert worden, weil es wird wahrscheinlich, ja, wie der Amerikaner sagt, the more things change, the more they stay the same. Oder wie ein Deutscher sagen würde, es ist immer die gleiche Scheiße, es sitzen nur andere Fliegen drauf, so wird das jetzt wohl auch bei der Union laufen. Neues Gesicht, immer noch die gleiche Scheiße, Scheiße in Anführungszeichen, also ich wollte das jetzt eigentlich eher neutral sagen, aber ich bin halt kein Unionswähler, aber in dem Fall heißt alles weiter so, eher wertkonservativ, also bei den Werten eher konservativ, bei den normalen Werten, wirtschaftlich ausgerichtet, wirtschaftlich liberal. Naja, und dann mal schauen, wie streng und ausländerfeindlich sich die Union präsentiert, um Stimmen von der AfD zurückzukriegen. Wir werden sehen. So, jetzt muss ich die Brille abnehmen, jetzt kommt ein Eyeliner, ein Tattoo-Dings der Eyeliner, nennt sich Tattoo. So. Ja. Hey, der ist schon sehr gut sichtbar. Ja, also der hat's in sich. Der ist sehr gut sichtbar. Ja, der ist auffällig. Also wer auffällig aussehen will, so, für den ist das Ding vielleicht sogar tatsächlich zu empfehlen. Ja gut, wenn ich eine schwarzhaarige Frau wäre, wären die Sachen von heute wahrscheinlich wirklich sehr empfehlenswert für mich gewesen. Eine schwarzhaarige Frau mit weißer Haut, der hätte die Sachen von heute wahrscheinlich sehr gut gestanden. Ich werde mich jetzt jedenfalls sehr schnell wieder abschminken. Bei mir, ich kommentiere das nicht mehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.